Samstagabend in Stockholm. Ein deutscher Hit im Europatest. Stefan Raab, der Mann an der Schlagerfront, derzeit Deutschlands erfolgreichster Entertainer. Köln, das Theater am Rudolfplatz. Hinter der Fassade im Stil der 60er Jahre, Deutschlands Spaßfabrik Nummer 1. Es ist 12 Uhr, Regiebesprechung. 50 Menschen zählt das Team um Stefan Raab. Ebenso jung wie die Zuschauer, die bevorzugt am Montagabend Raabs Show einschalten. Für Deutschlands Kids ist die Sendung Kult. Und die neue Spaßgeneration hat ihren Helden. Vom Blödelboom profitieren auch Geldanleger. Denn die Brainpool AG ist an der Börse notiert. Gegenwärtiger Aktienwert deutlich im dreistelligen Millionenbereich. 6 Gehminuten entfernt die Zentrale der Firma Brainpool TV am Hohenzollernring. Die Einspielfilme für TV Total werden vorbereitet. Videos gesammelt aus dem Fernsehmüll der letzten Wochen. Zum Beispiel das von Sabrina aus dem Big Brother Haus. Wer immer bei der Containershow rein oder rauskommt, der hat auch Chancen bei TV Total. Also, dass Zlatko raus ist, ist für Big Brother natürlich eine Katastrophe. Für uns ist das ein Glücksfall. Also man kann natürlich jetzt mit den neuen Sachen, die mit Zlatko gemacht werden, der kriegt eine eigene Fernsehsendung, da freuen wir uns alle schon sehr drauf, kann man eine Menge mit Sicherheit machen. Und also das Thema ist natürlich großartig für uns. Alle Leute, die TV Total gucken, gucken auch gerne Big Brother. Das heißt, man kann voraussetzen, dass die Leute das kennen. Und da kann man wunderbar mitspielen und Witze mitmachen. Und das ist für uns ein gefundenes Fressen. 16 Uhr. Heute tritt Zlatko an als Titelverteidiger für den Raab der Woche. Sein Gegenspieler heißt Ralf Laue, amtierender Weltmeister im Pfannkuchen-Schnellwenden. Solche Leute führt Raab besonders gern vor und macht sie zum Star, zumindest für ein paar Minuten. TV Total lebt vom Fernsehunsinn, der jeden Tag gesendet wird. 10 Mitarbeiter sind ständig auf der Suche nach den schlechtesten Szenen. Also jeder hat natürlich seine eigenen Lieblingssendungen. Ich gucke am liebsten Mitteldeutschen Rundfunk. Das ist sehr, sehr einschlägig. Was die Großmutter noch wusste, zum Beispiel Je T'aime, Single-Sendungen sind das. Das ist für uns das Absonderlichste und Abseitigste, was man sich so vorstellen kann im deutschen Fernsehen. Und das gefällt uns immer gut, da finden wir immer viele Sachen. Stefan Raab ist respektlos, manchmal sogar unverschämt. Auch gegenüber prominenten Kollegen. Aber die meisten spielen inzwischen mit, wenn sie von ihm veralbert werden. Ja, es gibt natürlich Lieblingsopfer. Jürgen Drews, Nina Ruge, so, das sind... da braucht man nur den Namen sagen und die Leute lachen schon. Aber also noch besser gefällt mir Jürgen Drews eigentlich. Das ist jemand, der richtig das Hemd aufreißt und sagt, hallo, ich mache alles, Öffentlichkeit ist für mich alles. Bitte, 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 nehmt mich auseinander oder verarscht mich oder so. Der ist ja auch nie beleidigt. Also mit dem kann man eigentlich alles machen und immer draufhauen. Und der ist immer dankbar natürlich. 17 Uhr, eine Stunde vor dem Auftritt. Extra umziehen für die Show? Das macht Stefan Raab nie. Auch sonst mag's der Entertainer am liebsten bequem. Stefan ist genau richtig, so wie er ist. Und die Größe? Die Größe, der mag's gerne weit, also ist unterschiedlich. Aber meistens XL, weit mag er schon gerne. Eine halbe Stunde vor der Sendung. Der Programm Trailer wird aufgezeichnet. Wir laufen, Achtung, Ruhe bitte! Achtung! Wenn du unten... Ruhe und bitte. So, jetzt gibt's wieder TV Total. Heute unter anderem dabei Zlatko, unser Titelverteidiger und der erste dressierte Komiker der Welt. Otto, bell! Brav, Otto, Otto. Brav, Otto. Otto, sitz! Brav, Otto. Arschloch. Otto! Das nehmen wir. Brav, Otto, Otto, sitz! Brav, Otto! Arschloch! Otto! Oh. 18 Uhr, der Auftritt. Die Spaßmaschine läuft auf Hochtouren. Du musst doch verkabelt werden, ja bitte. Es ist Raabs 42. Sendung bei Pro7.
120 Zuschauer sind bereits in bester Laune, angeheizt durch flotte Sprüche und Videospots. Eigentlich ist das sogenannte Warm-up bei Raab überflüssig. Wenn er kommt, ist ohnehin Stimmung. Fast 4 Millionen Zuschauer werden heute TV Total einschalten. Besonders viele Fans hat Raabs Show in der für die Werbewirtschaft wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Zuschauen kann jeder bei TV Total. Der Eintritt kostet 28 Mark. Vorausgesetzt, es gibt noch Karten. Immer wieder fragen TV Total-Fans nach Restkarten, die nicht abgeholt wurden. Also bei den ersten beiden Sendungen hatten wir noch Probleme, weil die Show noch keiner kannte. Da bin ich noch vor die Straße gegangen und habe halt Leute an der Straßenbahn gefragt, ob sie sich die Show gerne angucken würden. Und am nächsten Tag, nach der Ausstrahlung der dritten Sendung, war es so, dass die Telefone bei uns im Büro heiß geklingelt haben. Und seitdem sind wir für über Monate hinweg ausverkauft. Uns werden die Karten aus den Händen gerissen und es gibt so gut wie keine Möglichkeit, an Karten zu kommen. Das Geschäft mit der wahren Unterhaltung floriert. Und Produzent Martin Kess weiß, was er seinem Star zu verdanken hat. Stefan ist sehr authentisch. Von Anfang an, vom ersten Tag an bis heute, ist er in dem, was er macht, wie er auftritt, was er sagt oder singt, ist er immer authentisch. Das ist sicherlich das, was die Leute mögen an ihm. Und er ist ein sehr moderner Entertainer, der nicht nur eine Sache kann oder bedient, sondern eigentlich in allen Disziplinen zu Hause ist und so eine Art modernen Fernsehzehnkampf machen kann. Noch 2 Wochen bis zum Grand Prix. Stefan Raab ist in Holland, um Stimmung für die Abstimmung in Schweden zu machen. Maria, Maria, das ist ein neues Lied von mir. She reminds me of the West Side Story. When I was better for the color, played by Carlos Santana. Maria, Maria. Ein holländischer Fernsehkanal hat den deutschen Grand Prix-Teilnehmer eingeladen. In einer Samstagabendshow darf Raab Wade Hade und so weiter vorstellen. Diesmal ohne seine eigene Band. I just wanna know what are you there have. Die Show heißt Gordon Dorgedreit. Gordon ist der Showmaster und Dorgedreit bedeutet so viel wie durchgeknallt, also das richtige Podium für Raab. Wir sind jetzt sozusagen die deutsche Nationalmannschaft im Singen, so sehen wir uns auch, ja, und wir werden versuchen, so gut wie möglich zu spielen. Ja? Und es wird nachher keiner vorwerfen können, wir hätten nicht unser Bestes gegeben. Und ob wir Letzter werden oder Erster, ist mir persönlich scheißegal. Sanges Bruder Ralf Günther ist mitgekommen, um mit Raab in Holland zu punkten. Die Chancen stehen nicht schlecht. How much points will he get? I think so. 12 points. From Holland. From Holland. Yeah. Certainly. No, from Holland. I'm sure. From Holland, 12 joints. Germany, 12 joints. Wada hada, do da da. I think the meaning is, what do you have that I don't? Is that correct? Was hast du da denn? Das ist, was ich meine. Eine Stunde vor dem Auftritt. Der Musiker lernt ein neues Lied zusammen mit Ewart van der Horst, dem Gästebetreuer der Produktionsfirma. Er will mir gerade laufen hier. The biggest hit of Rudy Carell. The biggest hit of Rudy Carell in Holland, den kennen wir gar nicht. Kannst du nochmal? There is a mouse. Where? There on the stairs. Where on the stairs? In Holland, can you do it in Dutch? In Deutsch? Ja. Er sieht ein Maus, war da auf der Trapp, war auf der Trapp. Nou da, ein kleiner Maus mit Klumpkes. Ein kleiner Maus mit Klumpkes. Ein kleiner Maus mit Klumpkes. Soll ich das mal übersetzen? Eine kleine Maus mit Riesentüten. Jetzt hat Rudi Carell hier gesungen, und zwar 1964. Der Carell schon so eine Schweinerei gemacht.
bevor ihr kam nach Deutschland. Zeit für den Auftritt. Stefan will Rudi Carrell ein Ständchen singen. Die Ukulele, seine Minigitarre, soll mit auf die Bühne. Chill, baby, chill, baby. I'm a big fan of Rudi Carrell. Yeah. Okay. And I brought a song with me, which I sang first when I was 2 years old. It goes like that. Okay. Er sitzt ein Maus. Da auf der Trab. Da auf der Trab. Now that ein kleiner Stück Klumpe. Nee, das ist kein Grab. Kein Grab, kein Kriegen, kein Grab. Olé, thank you. Stockholm. Noch 10 Tage bis zum Grand Prix. Raab auf Erkundungstour an der schwedischen Schlagerfront. Nee, also ich habe einen sehr guten ersten Eindruck von Stockholm bekommen. Also eigentlich genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich war zwar vorher schon mal in Schweden, aber es macht einen sehr sympathischen Eindruck. Nette Menschen und so. Und, ich weiß jetzt auch, was ich werden will. Ja, König von Schweden. Das ist, glaube ich, das wäre noch eine Alternative irgendwie. Aber da müsste ich mich irgendwie an diese, wie heißt sie, Victoria ranmachen. Mal gucken, vielleicht lerne ich es ja noch kennen. Ich weiß nicht. Erste Station, das Tivoli. Ein riesiger Vergnügungspark mitten in Stockholm. Im Tross des großen Spaßzampanos reist das Produktionsteam von TV Total. Was aussieht wie ein Betriebsausflug, ist auch Arbeit. Denn in der Woche vor dem Grand Prix wird TV Total komplett in Stockholm produziert. Motivsuche in 30 Meter Höhe. Für Raab in Gefahr. Und weil es so viel Spaß macht, gleich zweimal. Der Moderator filmt sich selbst im freien Fall. Die Bilder werden später in der Sendung gezeigt. Ich habe mal Bungee-Jumping gemacht, da ist es schwieriger, weil man muss selber irgendwie da losspringen. Und da ist die Überwindung natürlich groß. Das ist, wenn man sich da entscheidet, unten einzusteigen, was erstmal keine große Überwindung ist, da sich da unten hinzusetzen, aber dann ist man ja anderen Leuten überlassen. Noch stört der Medienrummel nicht. Raab hat sein eigenes Kamerateam dabei und das filmt, wann immer dem Spaßzampano ein neuer Gag einfällt. Dreharbeiten für Raab in Gefahr sind in Deutschland kaum noch möglich, denn Raab wirkt wie ein Star zum Anfassen. Manche Fans nehmen das leider allzu wörtlich. Ja, es ist schon so, dass Stefans Popularität extrem angewachsen ist, was das Arbeiten dann auch schwer macht, weil die Leute kommen dann wirklich zu Scharen angelaufen, wollen Autogramme haben. Und dann ist da erstmal Autogrammstunde angesagt. Er ist halt ein sehr volksnaher Typ, die Leute mögen ihn sehr, er ist ein Kumpeltyp. Und daher bildet sich direkt eine Menschentraube. Und daher kann man eigentlich in der Fußgängerzone, das kann man fast vergessen. Das sind also Elche hier. Der Entertainer liebt Wortspiele. Eigentlich geht es um Elche, aber warum nicht auch um Zwelche? Der Windschutz des Mikrofons wird bei Raab zur Tiergattung. Ja, jedenfalls, hier ist wieder ein Zwelch in der Nähe. Pass auf, ich habe einen wieder einheimlich. Der Zwelch ist ja so ein Tier, ist ja sehr neugierig, nicht wahr? Und irgendwann kommt er dann und dann ist er wieder weg. Also man kann Lustiges selten noch lustiger machen, aber aus so ganz banalen Sachen ergeben sich eigentlich die lustigsten Sachen. Das sieht man ja auch bei unseren Einspielern. Wir waren irgendwie bei McDonald's oder im Supermarkt. Also ja ganz selten, dass wir jetzt auf irgendeine Comedy-Messe gehen oder wir gehen irgendwie auf eine Karnevalsveranstaltung. Da hat man es ganz schwer, aber in diesen ganz profanen Sachen, da entwickelt sich eigentlich immer das Beste. Der Zwelch an sich ist sehr scheu. Er kommt ungern runter. Zwelch!
Ich komme nicht runter. Safe! Das Basislager der Raab-Truppe. Ein Zimmer im Hotel Sheraton. Der Videoschnittplatz, extra eingeflogen aus Deutschland. Hier werden Einspielfilme für die aktuelle Sendung bearbeitet. Dabei spielen Zwelche eine wichtige Rolle. Diese beiden Zwelche haben sich noch nie... Das sieht man später in der Sendung, dass Stefan vor dem Gelände steht und die Situation erzählt und aufzählt, was man alles sehen wird. Und dann sieht man, wie es bei ihm anfängt zu rattern langsam im Kopf. Und dann wieder diese Wortschöpfungen entstehen. Also das ist echt ein großer Dadaist, wie wir ja auch aus dem Song wissen. Ja. Sieht spitze aus. Dreharbeiten im Astrid Lindgren Museum. Ich kann das auch auf Schwedisch, sag ich mal. Sowas habe ich aber auch gehabt. Ich habe sowas gehabt. So eine Bank habe ich immer noch. Nee, sowas habe ich früher gehabt. Silverstone. Ja. Während andere Kinder schon Karrierebahnen hatten, musste ich früher hier sowas vorlieb nehmen. Los, kleiner Onkel! Jede Minute ein echter Raab. Kein Gag ist geplant, keine Situation zu banal. Und immer ist irgendwie eine Pointe zu erkennen. Guck mal hier, du musst die Kugel musst du hier durch die Mitte kriegen und dann springt Tarzan von da oben runter. Ja? So, pass mal auf, ich versuch das jetzt mal. Du musst dann aber ganz schnell nach da, verstehst du? Pass auf. Achtung jetzt! Nein! Nein! Nee, warte, noch eine Chance. Achtung. Jetzt! War zu schnell für dich, oder? Der erste Pressetermin. Eine Fotografin aus Hamburg. Eigentlich sollte Raab die Krone aufsetzen. Hier, jetzt kommst du auch mal ins Fernsehen. Das ist nein! Eine Fotografin, die fotografiert für den Stern, ja? Die hat völlig einen Schuss an der... Der heißt Sabine und ist völlig beknackt. Völlig jeder Journalist, mit dem sie zusammenarbeitet, die macht die Fotos. Und jeder Journalist, mit dem sie zusammenarbeitet, dem ist es total peinlich, wenn sie immer ein Krönchen dabei hat. Und dann sagt, hier, zieh mal eine Mütze auf und so. Oh, kannst du mal hier, ich habe einen tollen Zorro-Hut, hat sie gestern dabei gehabt. Soll ich hier aufziehen? Ja. Ich bin doch nicht bescheuert. 120 deutsche Journalisten werden in den nächsten Tagen Jagd auf den Spaßguru machen, ihn auf Schritt und Tritt verfolgen. Ich bin der Superfan, siehst du doch. Ich laufe ihm auf Schritt und Tritt nach, sein Schatten. Ich bin immer schon da, wo er hinkommt. Meine große Liebe, ich habe es ihm noch nicht gesagt. Also. Wie der Spaß entsteht. TV Total Backstage. Gleich in der ProSieben-Reportage. Stockholm. Zum ersten Mal sendet TV Total aus dem Ausland. Jetzt ist das deutsche Grand Prix-Team komplett im ABBA-Land. Die Musik der schwedischen Popgruppe bereichert jetzt das Repertoire des deutschen Sextetts. Ja, natürlich ist das ein Stilbruch, aber das ist ja ein bewusster Stilbruch, aus dem wir hoffentlich was Lustiges machen. Hier wird eigentlich eine Musikshow aufgezeichnet, eine sehr witzige schwedische Musikshow. Saska Detlata, wir wissen immer noch nicht, was das heißt. Vielleicht erkennen Sie die Melodie, vielleicht heißt es aber auch, alle Deutschen sind doof. Das wissen wir nicht. Ansonsten hat das Studio für uns fast verblüffende Ähnlichkeit mit unserem in Deutschland. Das ist ein reiner Zufall und wir freuen uns sehr. Und hoffen, dass die jungen Zuschauer, die heute Abend hier sind, tatsächlich Deutsch können, wie man uns versprochen hat. Sonst werden wir eine besonders lustige Show erleben, in der dann nur Stefan lacht. Dann die Premiere. Zum ersten Mal gibt es TV Total nicht aus Köln. Das Publikum: in Schweden lebende Deutsche oder deutsch sprechende Schweden. Und sogar ein deutscher Grand Prix-Chef, der hinter den Kulissen mit geradezu sensationellen Aussagen überrascht.
Es macht doch kaum eine Sendung so viel Spaß, fernzusehen wie TV Total. Da sitzen noch Millionen vor und kichern. Wann gelingt das sonst im Fernsehen? Mir gelingt das nicht so oft. Ich mache ja auch Unterhaltungssendungen. Ich meine, wäre mir das angeboten worden, wäre es vielleicht nicht auf Pro7 gelaufen, sondern in der ARD. Aber ich habe das leider zu spät erfahren, er war schon weg. 2 Jahre ist Stefan Raab mit seinem Konzept durch die Chefetagen der deutschen Fernsehsender getingelt. Aber keiner wollte die Sendung. Keiner. Ein langer Weg bis zum großen Erfolg. Auch die perfekteste Spaßmaschine kommt manchmal ins Trudeln. Und dann kommt es erst recht darauf an, was der Moderator daraus macht. Zum Beispiel, wenn der Monitor schwarz bleibt. Solche Szenen bekommen die Zuschauer am Bildschirm normalerweise nicht zu sehen. Raab kann nicht nur moderieren. Pannen, für andere ein Albtraum, sind für ihn eine Herausforderung. Von meinen Freunden in Deutschland, aber ja, ich fand's lustig. Ich werde es aufnehmen lassen. Ja, mir gefiel es auch recht gut. Also ich glaube, wir sind so als Exildeutsche, als Austauschstudenten, wir hatten keine Ahnung, was das eigentlich werden sollte. Und ich bin angenehm überrascht. Ich finde es schön, es zeigt so das unverkrampfte Deutschland und das sehe ich sehr positiv. Der Presserummel um den Grand Prix beginnt. 1200 Journalisten aus ganz Europa sind in Stockholm beim Grand Prix akkreditiert. Die Deutschen interessieren sich nur für einen. Für Stefan Raab. Keine leichte Aufgabe für seine Managerin. Wenn man mit Stefan nicht lachen kann, hat man auch schlechte Karten, weil er ja ständig auch neben der Arbeit was erleben will und Spaß haben will und Freude haben will. Und wenn es ihm zu ernst wird und zu viel wird, dann sagt er auch schon mal, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir ins Pippi-Langstrumpf-Museum oder in Tivoli, jetzt will ich mich amüsieren. Und wenn man dann immer sagen würde, nee, ist nicht, es kommt der nächste Anruf, das nächste Interview, dann wäre es sicher auch falsch. Ein Zwelch! Hilfe, ein Zwelch! Empfang beim Bürgermeister für die Teilnehmer des Schlagerwettbewerbs. Das Ambiente ehrt. Wo sonst der Nobelpreis verliehen wird, haben Mitwirkende eine der wenigen Möglichkeiten, sich im teuren Schweden kostenlos durchzufuttern. Wir haben uns gedacht, wenn man schon ein Land repräsentiert, dann muss man sich auch so geben und auch so kleiden. Schau, es ist ganz gut gelungen. Ja, ich habe mal gerade ein bisschen was in Griechisch erzählt. Ich bin ja keiner super Griechisch. Ich habe die Griechen gerade glücklich gemacht. Hast du gesehen? Hast du mitgefilmt? Soll ich mal übersetzen? Ja, zum ich habe gesagt, Kalispera heißt guten Abend. Kalispera, was habe ich gesagt? Kalispera. Ich habe so einen Griechen bei mir nebenan, wo ich wohne. Immer wenn ich zum Griechen gehe, habe ich mir vorgenommen, lerne ich ein neues Wort. Ja? Und so habe ich schon ganz guten Wortschatz. Ich kann also schon richtig irgendwie, ich habe eben gesagt, irgendwie, ich habe eben ein Bier mit viel Zwiebeln bestellt. Ja, deswegen haben die so gelacht. Ein Bier mit viel Zwiebeln, aber ohne Käse. Ja, weil das mag ich nicht. Das habe ich bestellt. Also, Fello na pio mia biera, che poli gremidi, das sind viele Zwiebeln, poli, nicht? Viele gremidi Zwiebeln. Choris tiri, choris tiri, choris ist ohne, tiri ist Käse. Und dann habe ich gesagt, Efka ist so poli, das heißt vielen Dank, Malakas, ihr Wichser. Und die haben sich sehr gefreut. Also muss man sagen, die Griechen haben Humor. Natürlich kann man auch ernsthaft mit ihm reden, sonst wäre die Arbeit ja nicht möglich. Aber auch bei uns ist der immer lustig. Irgendwann rief er mich im Urlaub an mitten in der Nacht und sagte, du, wir haben da 2 Leute im Big Brother Haus, muss ich dir unbedingt erzählen und Riesennummer, aber behalt's für dich. Also das macht er mit uns schon auch, diesen Affen.
Stefan Raab hat ein neues Spielzeug. Mit dem Kickboard rollt die Band zum nächsten Termin. Heute hat sich der Spaßkünstler für die Pressekonferenz etwas Besonderes ausgedacht. Ein Ausflug auf dem Wasser. Jeder soll nun zum gewünschten Interview kommen. Auch diejenigen Fotografen und Kameraleute, die seit 2 Tagen vor Raabs Hotel oder am Bühneneingang warten. Gemeinsam geht's mit einem Wikingerschiff hinaus aufs Meer. Zumindest in dessen Nähe. Der Kameramann Stefan Simon dreht Szenen für TV Total. Ich mache das total gerne. Ich sehe die Sendung gerne. Ich finde TV Total eine wunderbare Sendung. Ich arbeite sehr gerne mit Stefan Raab und finde das sehr lustig. Ich muss oft aufpassen, dass die Kamera nicht verwackelt, weil ich selber ins Lachen gerate. Welches ist also ist das einzige Tier mit nur einem Bein? Mit Stefan Raab arbeiten, da müssen selbst Medienprofis umdenken. Der Mann versteht zwar viel Spaß, ist aber kein Freund von Wiederholungen. Er macht, was er will und es gibt in der Regel auch kein zweites Mal, weil das ist halt seine Art, seine Methodik, mit den Witzen umzugehen. Und unsere Aufgabe ist es, ihn dabei zu beobachten und möglichst beim ersten Mal alles hinzukriegen. Zwölch bis Helm. Die meisten Sachen entstehen wirklich spontan. Also diesen ganzen Quatsch, den wir irgendwie auch für TV Total gemacht haben hier, da gab es kein Skript und kein gar nichts. Natürlich denken wir uns ein paar Sachen auch vorher aus und haben halt Vorlagen und so, aber in den meisten Fällen und oder sehr häufig sind die Sachen schon sehr spontan. Jeder hat heute seinen Spaß. Bei dem strahlenden Ostseewetter kommentiert Raab den Rummel um seine Person. Natürlich erstelle ich Produkte, aber das kann ich ja selber steuern. Wenn ich keinen Bock habe, eine Platte zu machen, mache ich ja nicht. Und wenn ich keine Interviews geben will, dann gebe ich keine. Ja? Das mache ich dann auch. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass irgendwie ein paar Journalisten dann halt ein paar Mal sauer sind. Aber ich kann das selber kontrollieren. Gerne. Erstens wollte ich selber mit diesem Boot fahren und es war eine tolle Möglichkeit, der Plattenfirma klarzumachen, richtig viel Schotter für das Schiff auszugeben, dass sie euch hier durch die Gegend kurven. Und so kann ich da auch mitfahren, also was will man mehr? Ich werde nun das Schiff verlassen. I'm gonna leave the boat, yes, and I wish you all, und ich wünsche Ihnen allen a very pleasant journey to Oslo, yes, eine nette Reise, eine schöne Reise nach Oslo, machen Sie es gut, ja, vielleicht schaffen Sie es sogar bis Samstag wieder hier zurück in Stockholm zu sein. Thank you very much, goodbye. Bald wieder, Junge, bald wieder, bye. Raab ist wieder aufgetaucht und auch die Journalisten sind wieder bei ihm. Heute wird lustig. Jetzt gehen wir erstmal beim Malta schön Abendessen, ja? Dann gehen wir uns bei den Engländern mal ein bisschen fit machen, so ein kleines Aperitif. Und dann bei den Dänen gehen wir uns nachher richtig besaufen. Und dann gehen wir nach Hause und haben den ganzen Abend umsonst gehabt. Das hat sich gelohnt heute. Die Delegation der Inselrepublik Malta feiert in der Botschaft. Für das diplomatische Korps sogar ungewöhnlich locker. Der Botschafter und seine musikalische Repräsentantin. Claudette Pace feiert seit Jahren große Erfolge zu Hause. Stefan Raab als musikalischer Botschafter. 57% der deutschen Zuschauer haben ja demokratisch abgestimmt, dass ich hierher fahren soll. Bei der deutschen Fußballnationalmannschaft ist zum Beispiel so, dass da einfach der Ribbeck sagt, pass auf, der spielt mit, da fragt mich keiner. Ja? Und deswegen bin ich ja nicht nur musikalischer Botschafter, sondern eigentlich Bundessänger. Bundessänger Stefan Raab möchte mit diesem Titel bitte in Zukunft angesprochen werden. Der Bundessänger auf diplomatischem Parkett. Der nächste Termin wartet und draußen 2 Fernsehteams. Oh, where are you from? Yeah, we are from the same country like you, Mr. Ach, schon wieder? Ihr habt auch kein Anstück. Was ist das denn? Das ist ein Babyzwelch. Der ist noch ganz jung. Ja? Und was ist das denn? Es funktioniert. Das sieht schwer nach NDR aus, oder? Von welcher? NDR. ARD. Wieso hat der NDR denn 2 Kamerateams, wenn ich fragen darf? Habt ihr zu viel Geld? Wir sind verspiegelt.
Ach, ihr seid von Spiegel TV. Ja, und da reden wir schon mal gar nicht mit. Warum denn nicht? Was von Fokus? Warum denn nicht? Entschuldigung, ich bin Komiker, ich bin Spaßkünstler und ihr seid ein anständiges Magazin. Ich finde, für euch ist es ein Armutszeugnis, dass ihr hier ein Kamerateam hinschickt. Tut mir leid. Da lobe ich mir doch ProSieben. Hier zum Beispiel, das ist ein Kamerateam von ProSieben. Die wissen, wie man Fernsehen macht. Die haben anständige Kameras, anständige Zwelche. Das ist übrigens ein Zwelch, ja? Was ihr hier habt, ja, das ist noch nicht mal ansatzweise ein Zwelch. Das ist der Zwelch, das schwedische Wappentier. Und das ist irgendwie, also das ist, weiß ich nicht, das ist ein Nacktzwelch, ja. Hallo! Hallo, I'm Stefan, UAX, die Band ist nämlich XXL. XXL, the Macedonian entry. You are very young, huh? How old are you? 16, 17, 17, 18. Wow! Wow! Looks good. So, 16, 17, 17, you can marry me. Already? No. Yes, because you are 18. No. Also, okay. Good. Okay. But you can marry me. You are 18. No way. Who are you? I'm a head of mission for Macedonian. Ah, you are the head of delegation? Yes. Okay. So, good luck to you. Ich hab da gerade eine riesen Idee gehabt. Wie Stefan Raab nach dem Grand Prix feierte, gleich in der ProSieben-Reportage. Kölner Nachtleben, eine Schwulenbar. Die Engländer haben gekifft. Du siehst wieder so gut aus, wenn ich mache dich das ja. Oh, also seid ihr keine Engländer? Nee. Ihr seid schwul. Nee, auch nicht. Nee, warum sprecht ihr dann so? Ist das richtig, dass der Grand Prix auch schwulen Olympiaden hat? Nee, das ist ein totaler Hetero-Verein. Hier feiert die britische Delegation ihren Star Nicky French. Im Tross zwei Grand Prix-Veteranen. Das ist mein sechster Grand Prix als Musikdelegierter. Und bei Mr. Bishop ist es dasselbe. Wir sind bereits Partner seit 6 Jahren. Ah, der Feind! Wir haben Sat.1 hier im Haus und ich habe schon wieder was erbeutet, nämlich einen Sat.1, einen originalen Sat.1 Zwelt. Und da ist er schon wieder. Ja, ein. Oh, are you from Sat.1? Yes, I am. Ah, is this your camera team? Yes. Okay. You know that from yesterday evening. Ach ja, von yesterday evening. Ah. Was die Tonfrau möchte nicht gerne im Bild sein. Wir machen dich zum Star. Dann nicht. Gut. Maschendrahtzaun, Teil 2. Nicky French hatte in den 90ern bereits einen Welterfolg. Doch auch Stefan Raab kommt bei den Engländern gut an. Zumindest hier. Probe auf der Bühne des Globe, der riesigen Veranstaltungshalle. 24 Interpreten geben sich im Halbstundentakt die Mikrofone in die Hand. Letzte Möglichkeit für Interviews. Danach ist Schluss mit lustig, zumindest für die Presse. Anschließend die Pressekonferenz. Stefan Raab noch einmal in Hochform. Die Frage eines holländischen Journalisten beantwortet er lieber mit der Ukulele. Martin Hermans from the Netherlands. Ah, welcome. Hey, thank you. Do you know that track? Ich will das nicht hören. Nein, Sie sollen Fragen beantworten. Das ist genug, danke. It's a famous song of Woody Carell. And now, please, if you have important questions, ask me, if you have unimportant questions, ask Mr. Meyer Eierbeer. Der Mann heißt Jürgen Meyerbeer und leitet immer noch die deutsche Delegation. Oh, wait. Ah, Mr. Meyerbeer. Ah. Can you pass this hat to Mr. Meyerbeer? Yeah, because please put it on your head, because the reflection of the light hurts my eyes. It's better now. Gut. Der Stern ist erschienen, mit einer Titelgeschichte über Stefan Raab. Deutschland im Grand Prix-Fieber. Stefan Raab hat längst gewonnen, auch ohne Grand Prix.
Er hat mehr als 2 Millionen CDs verkauft und ist Deutschlands erfolgreichster Comedy-Star. Welcome to Europe! 21 Uhr, die Stunde der Wahrheit. 13.000 Menschen feiern im Globe. Über 100 Millionen Menschen in ganz Europa schauen zu. Partys quer durch Deutschland. Und dann die ersten Ergebnisse. Congratulations to Stefan Raab. Schlagerkönig von Schweden ist er nicht geworden, sondern Fünfter. Mit Hilfe von Spanien, Österreich und der Schweiz. Die haben anscheinend den Raabschen Schlagerhumor verstanden. Siegerfeier in der Halle. Schon zweimal waren die Olsen Brothers auf dem zweiten Platz. Endlich hat es geklappt. Wieder mal echte Schlagerkost. Diesmal aus Dänemark. Siegesfeier in einem Privatclub. Vielleicht tritt Raab mal wieder an. Wer weiß. Ja, also muss auch noch eins muss ich noch loswerden. Yeah! Sorry. Er hat es schon gesagt. Die Olsen Brothers haben mir erzählt, die haben uns erzählt, dass sie 1965 ja, im Vorprogramm von den Kings gespielt haben. Ja? 1965, ja, da war ich minus eins. Muss man vorstellen, da war ich minus eins. Wenn wir so alt sind wie die Olsen Brothers, ja, dann schreiben wir auch so eine Schnulze. Und die geht folgendermaßen. Und dann kommen wir wieder. Sehen Sie jetzt Total Recall und am nächsten Dienstag in der Pro7-Reportage Gefährliche Mission unter Wasser. Die Waffentaucher der Bundeswehr im Einsatz. Minen entschärfen, Unterwassersprengungen und hartes Training als Leben.